Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Flaschensiphon vom Waschbecken richtig reinigen kann, wenn dieser vielleicht sogar schon verstopft ist oder auch stinkt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Reinigung mit Chemie ist meistens nicht zielführend, weswegen wir den Flaschensiphon einfach mal auseinanderbauen. Hierfür sollten wir am besten einfach mal etwas Platz unter dem Waschbecken haben, dann noch einen alten Lappen darunter legen, da natürlich auch etwas Wasser austreten kann, einen leeren Behälter darunter stellen und wer sich selbstverständlicherweise auch etwas ekelt, darf natürlich auch gerne solche Handschuhe hier anziehen. Als nächstes müssen wir die oberste Verschraubung bei der Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn drehen. Hierfür schaut man das Gewinde übrigens von unten an, deswegen drehe ich jetzt auch in diese Richtung hier. Und wenn es sich bei dir per Hand nicht öffnen lässt, dann kannst du immer noch einen Lappen zum Beispiel um diese Verschraubung rumlegen und das Ganze vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange aufmachen. Wenn das Ganze dann gelöst ist, dann können wir einmal mit leichten Drehbewegungen den Siphon aus unserem Wandanschluss herausziehen. Jetzt noch aufpassen, dass sich nämlich hier in diesem Bereich noch Wasser befindet. Und wenn wir ihn gerade zurückziehen, dann können wir auch nach hinten umkippen und somit das alte Wasser daraus entfernen. Bevor wir nun unseren Siphon richtig reinigen, würde ich unbedingt auch mal noch diese Ablaufgarnitur genauer anschauen, denn meist sind hier auch etwas längere Haare, die sich einfach festsetzen. Die kann man dann per Hand rausziehen und anschließend natürlich am besten in den Mülleimer schmeißen. Wenn wir das haben, dann können wir auch mal unseren Siphon in einer Badewanne bzw. auch in einem geschlossenen Waschbecken auseinanderbauen. Hierfür würde ich auf jeden Fall auch in der Badewanne mal den Abfluss zumachen, nicht dass eine Dichtung verloren geht, und dann können wir auch schon einmal die Rosette hier runternehmen, diese Verschraubung von dem langen Rohr gegen den Uhrzeigersinn lösen und das Rohr auch da rausnehmen und natürlich auch diese Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn lösen und unser Tauchrohr herausnehmen. Im nächsten Schritt sollten wir auf jeden Fall die groben Verschmutzungen in den Rohren auch noch per Hand entfernen und anschließend in den Mülleimer schmeißen, nicht dass sie auch hier den Abfluss noch verstopfen. Und anschließend können wir die einzelnen Bauteile ordentlich mit heißem Wasser sauber machen. Wenn alles sauber ist, geht es darum, dass wir den Siphon mal wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Und normalerweise reicht es auch aus, wenn wir die Verschraubung erstmal leicht per Hand anziehen. Wenn der Siphon wieder mit seinen Dichtungen richtig zusammengeschraubt ist, dann am besten mal spezielles Sanitärkleidmittel hier vorne auf das Rohrende drauf geben. Im Notfall kann man übrigens auch etwas Spülmittel verwenden und dann gerne auch noch hier hinten in die Gummimuffe rein. Hat einfach den Sinn, dass der Siphon jetzt gleich in die Muffe viel leichter hineingeht, und den tue ich jetzt einfach mal zur leichten Drehbewegung hineinschieben, bis ich hier vorne wieder bündig bin. Denn nun kann ich auch schon meine Überwurfmutter im Uhrzeigersinn oben an der Ablaufgarnitur festschrauben. Normalerweise sollte handfest auch reichen, da ja meine Dichtungen richtig rum eingesetzt sind. Und jetzt kann ich auch die anderen Verschraubungen nochmal handfest ordentlich festziehen. Als nächstes das Waschbecken voll mit kaltem Wasser füllen, den Ablauf öffnen, das Wasser trotzdem weiterlaufen lassen. Und wir können am besten mal mit den Fingern an den entsprechenden Verschraubungen fühlen, ob hier etwas undicht ist. Bei mir schaut es super aus, deswegen ich jetzt natürlich auch noch den Wandanschluss hier hinten überprüfe. Auch hier kann ich nichts feststellen, weswegen ich jetzt einfach mal die Rosette an meine Wand hier hinten drauf gebe und somit auch einen Flaschensiphon richtig gereinigt habe. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich einen neuen Siphon, ein spezielles Sanitärgleitmittel, so eine Gummimanschette hier oder auch einen neuen Dichtungssatz zulegen möchtest, dann einfach mal am besten unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.